Ich bin der Corbinian. Wir hatten das Glück, hier im Außerfern mit der Familie ein Haus zu bauen und haben uns dann relativ früh entschieden, auch mit der Photovoltaik den Schritt in die Zukunft zu gehen. Wir haben dann relativ schnell erweitert auf 18, fast 20 kW. Die Sonnenenergie Allgäu kam von den Angeboten her und von den Erklärungen her einfach am klarsten rüber. Man hat verstanden, was gesprochen wurde. Also der persönliche Kontakt über den Verkauf und über die Beratung von der Sonnenenergie Allgäu war ausschlaggebend, dass es einfach schnell gegangen ist, dass es zügig gegangen ist und dass man einfach klare Antworten bekommen hat. Und als das Dach dann oben drauf war, war dann auch relativ schnell der LKW da und hat das Material oben abgestellt. Dann kam eben auch gleich die Mannschaft, hat einmal die Photovoltaikplatten alles gelegt. Also es war eines der Gewerke, die mit am schnellsten hier im Haus fertig waren. Also der Support und der Service von der Firma ist für mich absolut zufriedenstellend. Falls irgendetwas sein sollte, rufe ich an. Dadurch, dass ich ja meine Anlage nicht nur auf meinem Handy habe, sondern eben die Anlage eben auch auf den Computern von der Firma läuft, weiß die Firma manchmal sogar schon Bescheid, wenn ich anrufe, wenn irgendwas ist. Und hat dann auch schon die richtigen Antworten parat, was wir ändern müssen, wie wir es ändern müssen. Tatsächlich, ohne Photovoltaikanlage, dann wäre ich momentan bei Stromkosten so zwischen 4.500 und 6.000 Euro im Jahr. Und letztendlich gehe ich eigentlich fast mit Null raus. Ich fahre über den Sommer kostenlos Auto mit beiden Autos. In einem Hochsommertag schaffe ich es auch, beide Autos vollzuladen an einem Tag. Mit der Photovoltaikanlage ist die Produktion vom Strom bei weitem höher, als was wir im Haus tatsächlich verbrauchen. Wir können es nur nicht durchgehend nutzen und somit speisen wir halt den überschüssigen Strom ins Netz.